Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin, die Salutogenie. Darüber sprechen wir heute, die Lehre von der Gesundheit und wie wir erkennen, ob wir richtig in der Balance sind, verrät uns heute Dr. Henning Sator. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir werden viele Aspekte beleuchten, ob richtige Blutwerte, Analysen oder was es noch eben bedarf, um eben in die innere Balance wieder zu kommen. Und bleiben Sie dran, es wird sicherlich sehr interessant. Hallo lieber Henning, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir hatten schon die Freude, einige Interviews miteinander zu führen. Und ich freue mich heute sehr, mit dir über die Salutogenie zu sprechen. Sprich es richtig aus, das ist schon ein kleiner Ort. Ja, wir sagen Salutologie. Ja, ja, guck also mal, jetzt habe ich schon zweimal falsch gesagt. Ja, ich wusste, schon. Irgendwo war ein Fehler. Sollen wir es drin lassen? Wir lassen es drin. Alles gut. Authentisch. Genau. Gut. Super. Was hast du uns darüber zu berichten? Nun, also wir haben diesen Begriff gewählt, weil es ich als Arzt habe in der Universität das Fach Pathologie gelernt. Mhm. Und das war ja die Krankheitslehre oder die Lehre von den Krankheiten. Und uns hat dann gefehlt, im Verlauf des ärztlichen Daseins mal zu lernen, was ist eigentlich ein richtig gesunder Mensch? Was ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern was ist eigentlich richtig gesund? In Österreich sagt man Bumperl gesund. Ja? Und die Frage ist also, woran erkenne ich das? Was kann ich tun, um eben möglichst gesund zu sein? Und dann haben wir ja eigentlich alle den Wunsch, diesen Prozess, nämlich des Lebens, so lange wie es geht, gesund zu halten. Longevity sagt man heute, also den Prozess oder den Vorgang des Körpers so lange wie es geht im Gleichgewicht zu halten. Was sind für dich die Parameter zu überprüfen, ob jemand in Balance ist? Man gibt ja mehrere Möglichkeiten, klassische klinische Untersuchungen. Wo setzt du da an? Ja, also das Wichtige bei der Salutologie ist, dass man ein breites Feld aufarbeitet von Informationen. Mhm. Das ist wie bei einem Bildschirm. Je mehr Pixel wir haben, desto schärfer ist das Bild. Und wenn wir also viele Informationen aus dem Menschen herausnehmen können, durch Blutanalysen, Stuhlanalysen oder auch Harnanalysen, was man nicht vergessen darf, ist die sogenannte HRV, Heart Rate Variability. Das sind alles Informationen, die wir bekommen können aus dem Körper, die dann entsprechend verwertet werden und wo man sehen kann, welches Gleichgewicht kann ich wie verbessern. Ja, wenn wir jetzt gerade mal auf die Blutwerte noch eingehen, habe ich immer wieder das Thema, dass ja die Werte, die Normwerte, woran werden die festgemacht? Am deutschen Mangel oder weißt du, wie ich meine? Also klar. Woran machst du diese Werte wirklich? Wo definierst du die Gesundheit der Werte? Ja, also wir haben genau das eben in der inneren Medizin gelernt oder in der Labormedizin gibt es sogenannte Referenzbereiche. Mhm. Diese Referenzbereiche haben dann links und rechts vielleicht einen Grenzwert. Und dieser Grenzwert, der drückt aber sowas aus wie die Note 4-. Mhm. Also dort, wo man gerade noch in der Schule versetzt wird und direkt daneben ist, wird man eben schon nicht mehr versetzt. Und dann nennt der Internist nennt das Krankheit, was dann passiert. Ja? Wir wollen aber jetzt nicht wissen, wo ist die Note 4-, sondern wir wollen wissen, wo ist die Bestnote? Mhm. Wo ist man richtig gesund? Und das wollen wir definieren oder haben wir definiert für alle einzelnen Marker, die es im Blutbild, im normalen Blutbild, bei den Organwerten oder auch in den aktuellen neuen speziellen Messwerten aus dem Darm, aus dem Urin, aus den sogenannten Stoffwechsel werden, den im Metabolom heraus erkennbar sind. Okay, kannst du uns mal so eine Übersicht, also geht ja bei den Blutwerten, so man kennt ja das klassische große Blutbild
Oder geht ihr auch wirklich auf Selen, Magnesium, Omega-3? Werden diese Parameter auch mit reingenommen? Vitamin D? Mhm. Fangen wir mal bei einem einfachen Beispiel an. Mhm. Jeder Mensch weiß, dass der rote Blutfarbstoff, nämlich der Träger für den Sauerstoff im Blut, ja ganz wichtig ist. Jetzt weiß man, dass zu wenig von diesem Trägerstoff Hämoglobin, also roter Blutfarbstoff, dann hat man eine Sauerstoffmangelsituation, weil eben nicht genug Sauerstoff ins Gewebe kommt. Hat man aber von diesem Hämoglobin zu viel, dann ist das auch wieder zu eine Situation, die auch wieder zu einem Sauerstoffmangel führt, weil diese Zellen dann nicht mehr richtig durch die Kapillaren durchpassen. Das heißt also, es gibt eben bei diesen Werten ein zu wenig und ein zu viel. Auch beim Leistungssport weiß man ganz genau, dass ein wirklich viel zu viel davon ist auch überhaupt nicht gut, weil dann fließt das Blut nicht richtig. Dasselbe gilt aber für eben ganz viele andere Werte. Ein anderes Beispiel ist der Langzeitzucker, der HbA1c. Ja, dieser Langzeitzucker, der hat wieder ganz unterschiedliche Dimensionen. Wenn man einen Langzeitdiabetiker behandelt, dann ist man schon froh, wenn der unter 7 liegt oder unter 6 Milligramm Prozent oder Prozent. Und das Thema ist aber dann, was wir als sehr gesund bezeichnen, ist, da muss der unter 5% sein. Also ein gesunder Mensch, ein richtig gesunder Mensch hat einen HbA1c von knapp 5%. Mhm. Ja. Und das sind also viele solcher Werte, die wir nochmal ganz speziell unter bestimmten Zielvorstellungen anschauen. Mhm. Super. Bei der HRV-Analyse, da geht ihr auf das Nervensystem, auf die Stressresistenz ein oder wie wird das abgeklärt? Ja, also wichtig ist eine Beobachtung des vegetativen Nervensystems. Ein autonome Nervensystem ist ja das, was den Blutdruck und den Schlaf und die Verdauung steuert und so weiter. Und wir wollen sehr gerne zwischen den einzelnen Blutbildern, das sind sogenannte Standbilder, die man ab und zu mal macht. Mhm. Und dazwischen ist eigentlich nichts. Ja, also man kann also jetzt nicht dauernd Blut abnehmen, jeden Tag 5-mal oder so. Dann hätte man sowas wie einen Film. Das geht aber nicht, weil man hat also überhaupt nicht die Möglichkeit, so viel Blut abzunehmen und das würde ja auch irgendwann zu teuer. Und deshalb hat man gesagt, okay, wenn man die Gesundheit beobachten will, dann ist dieser Marker, nämlich die Herzratenvariabilität, das heißt der Abstand zwischen den einzelnen Pulsschlägen und der entsprechenden Varianz dazwischen, was eben ein Ausdruck des autonomen Nervensystems in der Regulation ist, das erlaubt uns, zwischen den einzelnen Bildern, die wir haben, aus dem Blut zum Beispiel, dann doch einen Film zu machen, weil diese HRV, die kann man mit guten Uhren oder speziellen Geräten, zum Beispiel ein Gerät aus Wien, was jetzt entwickelt wird, wo wir selbst oder Forschung dazu machen, das kann also über ein EKG-Signal richtig abbilden, über 24 Stunden oder eben die ganze Woche über, welche Regulation hat jetzt nun mal das vegetative Nervensystem oder eben nicht. Und deshalb haben wir einen viel besseren Überblick über die gesamte Gesundheit, wenn wir das mit einbeziehen. Mhm. Um noch weiter in die Balance zu kommen, haben wir eine innere Mitte. Das spielt sich ja auch recht viel ab. Inwieweit setzt du da deinen Fokus? Ja, wichtig ist, dass wir eben verschiedene Aspekte der Gesundheit immer irgendwie gleichzeitig betrachten. Mhm. Und da hat der Bauch, das ist nicht nur meine Idee, sondern das gab es in der TCM und bei den alten Griechen, überall war der Bauch
Man sagt einmal, entweder sitzt die Gesundheit im Bauch oder der Tod sitzt im Bauch und so. Gibt solche Zitate. Ja? Ja. Wir wissen, dass der Bauch eine zentrale Rolle spielt, gerade jetzt im Zeitalter der Erforschung des Mikrobioms und des Metabolomes. Und wir wissen, dass aber auch nicht der Bauch das Alleinige ist, was man beobachten soll, sondern, und das ist das Thema dieser Salutologie, ist ein möglichst umfassendes, aktuelles und am besten online, also andauerndes Bild zu haben von dem, wie der Körper gerade beisammen ist, zum Beispiel auch im Bauch. Inwiefern hat die... Ja, ich sehe jetzt gerade hier mit der, du hast mir so eine schöne Übersicht gemacht, die will ich jetzt natürlich nutzen, gerade auch beim Bauch mit der Regulierung vom Säure-Basen-Haushalt. Wie können wir den steuern? Genau, wir haben im Stress, haben wir ja schon in anderen Interviews gesagt, dass der Stress einen ganz großen Einfluss hat, nicht nur auf den Säure-Basen-Haushalt, sondern auch auf die Durchblutung des Bauches. Und natürlich auch auf die Fähigkeit vom ganzen Körper zu regenerieren. Also wir brauchen einerseits eine gesunde Form von Stress am Tag und dann brauchen wir aber auch die entsprechende Regeneration. Und dieses Hin und Her zwischen Belastung und Entspannung ist für uns eine ganz wichtige Sache, ob das jetzt der Bauch ist, der zum Beispiel auch einmal eine mit der Nahrung, wie man so sagt, Arbeit bekommt, also belastet wird und dann aber auch wieder Zeiten braucht, wo er eben nichts an Ernährung braucht, nämlich das Fasten. Ja? Und oder deshalb heißt es ja, das Frühstück in Englisch heißt ja Breakfast, das heißt also eigentlich das Fasten über die Nacht wird am Morgen gebrochen. Ja, das ist ja der Ausdruck und der Sinn der Sache. Und man soll also jetzt diese Regulation und auch diese Beobachtung des Körpers in diesem Sinne, dass man die Gesamtkonstellation, auch was die Darm, den Stresspegel und so weiter betrifft, der Bedarf zu regenerieren, der hängt ja davon ab, wie hoch war jetzt der Stresspegel an diesem Tag. Wie lange brauche ich, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Und da ist auch wieder die sogenannte HRV, also diese Beobachtung der Herzpulsschläge in der Variation, eine sehr große Hilfe. Gerade beim Thema Fasten würde ich noch mal kurz bleiben zur Regeneration. Gibt es da Erkenntnisse? Macht das Sinn, einmal, zweimal im Jahr wirklich zu fasten, eine Woche wirklich dann mit, ach, was gibt's denn da? Eben eine Fastenkur. Oder macht es Sinn, wirklich dieses intermittierende Fasten einzusetzen, dass ich jeden Tag die Vorteile, weiß ich nicht, ob es Vorteile hat. Wie siehst du das? Oder gibt es dazu aktuell eine Studienlage? Wie viele Stunden am Tag macht Sinn? Ja, also was wir empfehlen, ist einmal im Jahr den berühmten Frühjahrsputz, der auch von mir aus im Herbst oder im Winter stattfinden kann. Der Sommer ist jetzt nicht so optimal meistens, aber einmal im Jahr sollte man eine Meierkur machen eigentlich. Mhm. Ja. Den Darm schön sauber machen, richtig fasten, um das Gewebe zu regenerieren und auch braunes Fettgewebe wieder aufzubauen. Ja, das hat mich echt überzeugt, das hatten wir schon im Interview. Ja, sehr gut. Ja. Und also das heißt einmal so eine richtige Grundfastensituation. Mhm. Und dann ist aber für den Rest des Jahres tatsächlich sinnvoll, diese Regenerationsmechanismen sozusagen wachzuhalten. Also immer wieder dem Körper Nahrung zuzuführen und dann aber auch wieder längere Pausen zu machen. Und hier kommen jetzt einige interessante Studien heraus, wo man zum Beispiel die 5-2-Methode, also 5 Tage essen, 2 Tage nicht essen, verglichen wurde mit der 8-16-Methode oder heute sagt man sogar 6-18-Methode, ja, also wo man dann 6 Stunden oder 8 Stunden isst und dann aber 16 oder 18 Stunden nicht. Ja, und das ist eben die Frage, wie viel macht jetzt welcher
welche Technik aus. Man hat da hauptsächlich den Blutzuckerspiegel über die Woche gemessen und man hat gefunden, dass der Langzeitblutzucker bei der 6-18-Methode am niedrigsten ist. Das heißt, also wenn man jetzt 5 Tage isst und 2 Tage nicht, hat man im Durchschnitt der Woche einen höheren Blutzuckerspiegel, als wenn man jeden Tag nur an 6 Stunden die Nahrung zuführt, zum Beispiel 2 Mahlzeiten isst und den Rest des Tages nichts. Wie verhält sich's denn dann mit der Muskulatur? Ich habe früher auch immer dann gesagt, naja, so eine regelmäßige Proteinversorgung der Muskulatur macht schon Sinn, weil wenn ich dem Körper immer vorgaukel, dass er in einer Notsituation ist, fängt er natürlich an zu hamstern, zu bunkern. Das hat sich dann auch bei vielen bestätigt, ja, gerade so bei Männern zum Beispiel, die jetzt nicht gefrühstückt haben und dann abends erst gegessen haben, dann entstand so ein klassisches Männerbild, weißt du, so dünne Ärmchen, dünne Beinchen, Bäuchle, Wäsche auf dem Waschbrett, ja, wo ich dachte, das kommt vielleicht schon durch das Hungern. Oder wie erklärst du dir diesen Muskelabbau und diese extreme Einlagerung in Bauchfett? Und es sind wirklich oft Männer gewesen, die gesagt haben, ich esse nicht viel am Tag. Teilweise ja. Stundenlang nichts. Mhm. Und da war ich immer so ein bisschen am Rätseln. Was ist jetzt das Richtige? Ja, man muss natürlich wirklich die Grundversorgung des Körpers mit Eiweiß im Auge behalten. Also in den 2 Mahlzeiten, das muss dann auch wirklich hochwertig sein. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich esse irgendwie ein Käsebrötchen. Ja, na, das muss also wirklich gut durchdacht und sauber zusammengestellt sein. Es muss zum Beispiel mit allen essentiellen Aminosäuren ein Eiweiß zur Verfügung gestellt werden im Körper mit insgesamt ungefähr 1 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist schon in 2 Mahlzeiten eine Herausforderung. Richtig, das ist relativ viel. Das ist dann aber gehört eben erstens die richtige Verdauung dazu. Mhm. Es darf eben keine Fäulnis entstehen, keine Fehlverdauung in irgendeiner Form. Und dann sollte das auch wirklich nicht irgendwo landen und zum Beispiel in den Kohlenhydratstoffwechsel münden, in die Zuckerproduktion, weil das macht die Leber, wenn sie überschüssiges Eiweiß bekommt. Aha. Und das ist der eine Fehler, den man machen kann. Und und deshalb braucht man dann den entsprechenden Sport. Und beim Sport gehört dann wieder das richtige Verhältnis zwischen Ausdauer und Kraftsport in eine Waage gesetzt, nämlich individuell auch, was will ich machen oder was braucht mein Körper jetzt? Zum Beispiel bei einem Kraftsportler, ein Boxer oder ein Fußballer muss anders trainiert werden als die aktuellen Marathonläufer. Ich will nur kurz die Marathonläufer nochmal zitieren und die machen das nämlich genau so. Die essen, und da gibt's ein schönes Buch über die Kenianer, wie eben der aktuelle Olympiasieger war gerade der zweimalige schon, ja, und Weltrekordhalter und so weiter. Da ist einer aus dem deutschsprachigen Bereich dorthin gefahren nach Kenia und hat gesagt, also immer sind die Kenianer die Weltmeister, ich will mal wissen, was die tun. Und dort hat man dann gesehen, die gehen nüchtern laufen und zwar auf Zeit, 2,5 Stunden. Ja, und dann gehen die aber eben nicht essen, sondern erst noch weiter fasten. Die haben also den ganzen Vormittag nichts gegessen und gehen dann schlafen und nicht essen, sondern erst zum Mittag gibt's dann was zu essen. Ja, die haben also die Trainingseinheit und noch 3-4 Stunden danach katabolen Stoffwechsel und machen eigentlich einen Abbau von Muskulatur. Ja. Wenn sie dann aber das Eiweiß bekommen, dann kann der Körper, und darauf sind die eben trainiert, den Muskel auch wieder sehr schnell aufbauen. Okay. Und das kann man trainieren, wenn man es richtig anfängt. Also war da der Haken wirklich in der Konstellation mit dem Muskelabbau, dass dann die Mahlzeit nicht optimal ausgewählt wurde in der Qualität und dann noch
zu schnell gegessen wurde, dass es eben zur Fäulnis kommt und nicht zur Aufnahme. Richtig. Wie würden jetzt zwei perfekte Teller aussehen an so einem Tag? Dass man wirklich mal sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ich esse jetzt nur 6 Stunden am Tag, 2 Mahlzeiten. Was muss alles drauf sein, damit ich meine Aminosäuren abgedeckt habe, damit Rohkost oder gedämpft oder welche Öle im Verhältnis? Obst, ja, nein, Gerd nicht. Ja, also beim Obst sind wir sehr zurückhaltend wegen der Fructose. Die Leber, das ist in neueren Studien belegt worden, kann eben pro Zeit nur eine ganz bestimmte Menge Fruchtzucker verarbeiten. Und der Fruchtzucker kann nur in der Leber verarbeitet werden. Wenn diese Dosis zu hoch ist am Tag oder auch an verschiedenen Tagen, dann kommt es zu einer Fettleberbildung. Die Leber macht also aus Fruchtzucker Fett. Und das ist sehr ungünstig. Aber der Teller, wie den du ansprichst, der hauptsächlich eben das ausgewogene Eiweiß in dieser Größenordnung. So bei Kraftsportlern kann man auch etwas über 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Aber im Normalfall ist eher so 0,8 bis 1,5 das Richtige. Man muss also entweder Ei oder pflanzliches Eiweiß, aber wirklich sehr ausgewogen, hochwertiges Eiweiß anbieten in dieser Größenordnung. Und dann gehören wirklich gesunde Öle dazu. Das Wichtige dann ist also Eiweiß und Öl. Ja, das ist zunächst mal die Basis. Und dann kommt noch die Kohlenhydrate nur dann dazu, wenn man sie auch wirklich braucht. Kohlenhydrate, da gibt's keine essentiellen Kohlenhydrate, sondern werden entweder gebraucht beim Kraftsport oder körperlicher schwerer Arbeit. Dann braucht man Kohlenhydrate, selbstverständlich, aber eben nur dann. Wenn man jetzt zum Beispiel schon zu viel Körpergewicht hat und will abbauen, dann lässt man besser die Kohlenhydrate weg. Weil Insulin ja ein Masthormon ist, was ja durch die Kohlenhydrate hochgefahren wird. Und deshalb ist also, und dann hast du angesprochen, das Gemüse. Ja, das Gemüse nach heutigen Kriterien wegen der Darmflora und pH-Wert 6,0 im Stuhl, braucht es ganz viel fermentiertes Gemüse, so dass also da entweder Sauerkraut, Kimchi, Natto und wie diese Sachen alle heißen, eben alles, was Gemüse heißt, kann man prinzipiell fermentieren. Und das gehört also an die mindestens die Hälfte auf dem Teller sollte dieses Gemüse sein. Interessant, ja, gut. Zwischendrin Wasser trinken? Genau. Zwischendurch. Oder würdest du auch, also es gibt ja auch, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, viele sagen ja, ich trinke während dem Essen nichts. Also ich mache das auch so, dass ich versuche, nichts zu trinken während dem Essen. Wie siehst du die Geschichte? Ganz wichtiger Punkt, danke. Und zwar während des Essens sollte man den Speichel als Flüssigkeit verwenden. Vorher muss natürlich der Körper nicht dehydriert, also Wassermangel haben, sondern er soll aufgefüllt sein mit normaler Menge Wasser. Wenn das aber gegeben ist, dann reicht es durchaus, den Speichel zu verwenden und eben nicht zum Essen zu trinken, weil dann würde man eben die Enzyme auch im Mundspeichel schon verdünnen, auch die Magensäure, und dann würde man die Fehlverdauung fördern. Also zum Essen sollte man eigentlich nicht trinken. Ja. Dann gehört also die entsprechende Ernährung so aufgesetzt, dass man in diesem sogenannten Säure-Basen-Haushalt eben auch sehr viele basische Elemente hat, und das ist eben dieses fermentierte Gemüse im Wesen. Jetzt im Restaurant gibt es ja oft die Situation, man möchte ja nicht zum Essen trinken, wenn man eben dieses Bewusstsein hat, aber man möchte auch nicht dem Wirt gegenüber unhöflich sein und nichts bestellen. Ab wann kann ich denn nach meiner Mahlzeit was trinken? Ich bin da immer sehr verunsichert. Eigentlich möchte ich gar nichts trinken, aber dann ist man eben in diesem Konflikt, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt auch wirklich Getränke, die sind prodigestiv, sagt man. Also die sogenannten Digestiva. Ja, ich rede hier nicht für den Alkohol, aber das sind eben kleine Schnäpse, wenn es sein muss. Oder auch der Rotwein ist tatsächlich ein Prodigestivum.
Also man muss nochmal unterscheiden bei den Getränken. Wenn man ab und zu einen ganz kleinen Schluck Rotwein zum Essen dazu nimmt, ist das eigentlich verdauungsfördernd. Wenn man aber Wasser trinkt, dann verdünnt das die. Ja, das tut mir gar nicht gut. Ja, genau. Das und was dann auch, ganz ja. schlecht ist, ist irgendwas Süßes dazu zu nehmen, weil das würde ja also die ganze Verdauung in die falsche Richtung lenken, nämlich sehr hohen Insulinspiegel. Ja gut, wenn so ein kleiner Schluck Rotwein Vorteile hat, dann kommt man ja mit klar, mit der Information. Super, perfekt. Ja, du, war wieder super interessant. Haben wir wieder richtig rund. Jetzt von der, wie hieß es nochmal? Salutologie, die Lehre von der Gesundheit. Ja. Genau. Mhm. Dann hoffen wir nicht, dass wir durch die Geschichten noch zur Salutogenie kommen, so wie ich schon unbewusst angekündigt habe. Ja. Okay. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. War wieder eine Rundumsicht und es ist immer wieder schön, so viele Sichtweisen zu bekommen. Weitere tolle Sichtweisen von unseren Gästen bekommen Sie natürlich auf unserer Webseite www.qs24.tv. Und da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.